Herr Wagner, jetzt Autos werden immer smarter, der Verkehr wird zum Teil schon digitalisiert gelenkt, die Verkehrsüberwachung wird digital. Jetzt in einem Unternehmen wie Ihrem zum Beispiel, wo es verschiedene Jobbilder gibt, wie bringt man denn das Thema Digitalisierung in die Breite? Wie gehen Sie da damit um? Einerseits haben wir die Kundenperspektive, wo ist Digitalisierung notwendig, wo ist sie sinnvoll, wo bringt sie dem User, letztlich unserem Mitglied, dem ÖAMTC-Mitglied etwas. Ja, und wie bringen wir es den Mitarbeitern bei, wie können sie mit diesen Technologien umgehen? Und wir haben noch einen wesentlichen Aspekt, wie können unsere Mitarbeiter diese Technologien, die ja teilweise ja auch das Frontend zum Mitglied sind, wie können sie diese Technologien unseren Mitgliedern beibringen, erklären, helfen. Ja, und dazu haben wir kommen dann wahrscheinlich ohne dies noch zu den einzelnen Plattformen und Systemen, aber dazu haben wir in unserer ÖAMTC Vorarlberg Akademie einen Lehrgang, der nennt sich DigiFit, also Fit im digitalen Zeitalter. Die Mitarbeiter nehmen wir dort mit und informieren alle, ob Techniker, ob Versicherungskaufleute wie Reisebüromitarbeiter. Alle Jobbilder werden informiert über die Möglichkeiten, die Mitglieder haben und die der ÖAMTC hat, digital vice versa miteinander Kontakt aufzunehmen. Eine sehr spannende Angelegenheit. Also wenn ich Sie richtig verstanden, dann nutzen Sie dann eigentlich auch die Möglichkeiten der Digitalisierung, auch zum eine Qualitätssicherung festzulegen oder festzustellen oder zu sichern. Kann man das so sagen? Absolut, es geht ja nicht darum, dass wir digitalisieren, nur des Digitalisierens willens, damit man hip ist oder en vogue, absolut nicht. Es geht darum, immer dann die Digitalisierung einzusetzen, wenn es einen Kunden Nutzen bringt oder wenn es uns als Institution, dem Verein, einen Nutzen bringt und den Mitgliedern und den Mitarbeitern hilft, dann setzen wir es ein. Das ist sehr, sehr spannend. Und in der VATC Akademie eben informieren wir die Mitarbeiter, wo sind die Kniffe und Tricks, wie kann man das in die Breite bringen, diese Digitalisierung, um das geht es ja. Es muss ja wenn überhaupt, dann muss es in die Breite, dass es einen Nutzen bringt.